So, meine Damen und Herren, jetzt wäre es an der Zeit, dass ich ein bisschen Unterstützung von Ihnen brauche, und zwar einen netten jungen oder älteren Herrn, der zu mir auf die Bühne kommen möchte. So, ah, da springen ja schon einige auf hier. Ah, der Wahnsinn. So, ich lege das Blümchen schnell mal weg, kleinen Moment. Und in der Zeit melden sich vielleicht noch andere Herren, ich weiß es nicht. Hi, ja, ja, das wird schwer heute in Berlin. Hi. Jetzt springen ja immer mehr auf, Gottes Willen. Ja, das ist wunderbar, liebe Herren. Da muss ich vielleicht wahrscheinlich doch keinen Unfreiwilligen wählen. Hey, das wird ja wirklich gar nicht so leicht. Abend. So. Sie lassen mich noch ein bisschen schauen. Es fällt mir wirklich gerade sehr, sehr schwer, da den Richtigen auszuwählen. Mein Gott. Eigentlich ist es ja so wie in der Schule, ne? Diejenigen, die sich melden, die kommen nicht dran. Also Dankeschön, liebe Herren. Nein, Quatsch. Nein, war natürlich ein Spaß. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich würde Sie gerne da hinten in der, ich weiß nicht, wie viel der Reihe es ist. Ja, genau. Mit dem grauen Jackett. Vielen herzlichen Dank an den Rest der Herren. Genau. Ich denke, Sie können hinten rum, ganz genau. Ich hole Sie ab. Ja? So, und Sie können sich selbst unterhalten, ja? Ich bin gleich wieder da. Oh, wo ist er denn? Juhu! Ah, guten Abend. Hallo. So, einmal mitkommen. Ach, da ist er. Ja. Mein Freiwilliger. So, Sie heißen wie? Ferdinand. Ach, Ferdinand, okay. Lieber Ferdinand, ich nehme Sie jetzt einfach mal ein bisschen mit. So, das ist ganz genau. Lieber Ferdinand, ich werde Sie jetzt einfach mal hier abstellen. So, Sie brauchen erstmal gar nichts zu tun, ja? Weil das, was Sie hier sehen, das ist ein hochmodernes Folterinstrument. Ich habe mir gedacht, Sie können das vertragen, aber das sieht jetzt noch sehr harmlos aus, das wird aber noch, keine Angst. So, mir gefällt es nur noch nicht so ganz, kleinen Moment. So, Ferdinand, Sie bleiben da einfach so. Ja, so, jetzt hat es schon besser. Ferdinand, Ihnen geht's noch gut? Ja? Sie schwitzen schon ein bisschen leicht, aufgeregt so ein bisschen? Ja. Darf ich Ferdi sagen? Nein. Das ist so ein langer Name, Ferdinand. Nein, natürlich sage ich Ferdinand. Ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich Ihren Namen schön ausspreche. Lieber Ferdinand, was Sie hier sehen, können Sie sich vielleicht in etwa denken, was mit Ihnen gleich passiert? Nee? Das ist ja ein ganz hochwertiger Flocati-Stoff, den habe ich extra für Sie ausgesucht. Den haben wir extra bei Kick gekauft, ne? So, damit es schön gerade hängt. Lieber Ferdinand, ein goldenes Kissen, nur für Sie. Jetzt dürfen Sie zu mir kommen. So. Jetzt setzen Sie sich, ja, das machen Sie gut, mit dem sanften Popo hier drauf, das haben Sie hervorragend gemacht. Und jetzt dürfen Sie sich sogar hinlegen, Ferdinand. Ja. Das sieht gut aus. So, Ferdinand. Darf ich Ihre Jacke so ein bisschen schließen? Wir machen das zusammen. So, ich glaube, der Oberste reicht schon. Ja, Sie haben sich wirklich schick gemacht, muss ich sagen. Und die Socken, die Strümpfe passen zur Hose und alles ist perfekt abgestimmt. Also, so wie es sein muss. Ich bin begeistert, wirklich. Lieber Ferdinand, sagen Sie, ich sehe Sie gerade so hier so ein bisschen liegen und sind Sie eigentlich Kassen- oder Privatpatient? Kassenpatient. Tja, dann muss ich das Kissen doch wieder wegnehmen. Das tut mir leid. Hier kriegt man das Geschenk. Lieber Ferdinand, Sie liegen genau richtig. Ich wollte Ihre Hände genau auf den Oberschenkel positionieren, aber Sie liegen perfekt. Sie versuchen sich jetzt einfach, so gut es nur möglich ist, zu entspannen. Schließen Sie die Augen und lassen Sie auch geschlossen. Denn mein Phantom wird Sie jetzt in Hypnose versetzen. Thank you.
zu, lieber Ferdinand. Und wenn jetzt jemand mit dem Finger schnippt, dann dürfen Sie aufwachen. Ach, na Gott sei Dank, er lebt noch. Juhu! Einen Riesenapplaus für den mutigen Ferdinand! Ja, Sie dürfen ja, 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 natürlich. Lieber Ferdinand, Sie haben wahrscheinlich gar nichts mitbekommen von der Aktion, oder? Nein. Sind Sie heute Abend alleine hier? Ja. Oh Gott. Aber haben Sie eine Frau? Sind Sie vergeben? Ich habe eine Frau, ja. Die haben Sie zu Hause? Aber das ist ja hier Wahnsinn heute Abend. Sie lassen alle die Damen zu Hause. Na gut, aber sagen Sie auf jeden Fall Ihrer Frau einen lieben Gruß. Und Sie fragen einfach in der Pause mal die Menschen hier, was mit Ihnen geschehen ist. Und dann wird es bestimmt jemanden Nettes geben, der Ihnen das erklärt. Ich würde vorschlagen, da Sie ja so mutig waren und ich Sie gewählt habe, würde ich ganz gerne meinen nächsten Titel ganz alleine nur Ihnen widmen. Denn ich ernenne Sie zu meinem heutigen König der Herzen, der Ferdinand. Ja. Und lieber Ferdinand, Sie dürfen auch noch auf der Bühne Platz nehmen. Und zwar, ich habe einen kleinen Stuhl vorbereitet. Da dürfen Sie sich das Ganze aus nächster Nähe ansehen, wie ich für Sie diesen Titel singe. So, lieber Ferdinand. Das sieht gut aus, hä? So. Das ist Ihr Platz. Sie dürfen sich so reinfläzen wie im Wohnzimmer aufs Sofa, so richtig, richtig reinkuscheln. Ja, hervorragend. Mein König der Herzen, Ferdinand!